Weiter geht's mit der dritten Abnahmerunde bei der Rundpasse. Jetzt nehmen wir ganz einfach jede vierte Masche ab. Ich habe jetzt hier zwei gestrickt. Jetzt kommt die dritte in rechts. Dann kommt eine linke. Das ist Nummer 4. Und jetzt nehmen wir einfach, damit es für niemanden mehr schwierig ist, einfach rechts zusammen ab. Rechts zusammen zwei Maschen rechts zusammen stricken. So muss es heißen. Dann gucken wir, was ist die nächste Masche? Rechts. 1, 2, 3, 4. Wir sind weiter im Perlenmuster. Und wieder. Zwei Maschen rechts zusammenstricken. Eine Abnahme. Hier haben wir jetzt eine linke Masche liegen, weil rechte Masche. 1, 2, 3, manchmal erkenne ich selber nicht, was das hier alles sein soll. 4, egal. So. Und wieder zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ihr seht, ich habe da Fehler reingehauen. Ist nicht schlimm. Das fällt im Gesamtbild nachher nicht auf. Bei schwarzer Wolle sowieso nicht. Da fällt das nicht auf. So, weiter geht's mit links. Eins. Oder hatte ich jetzt gerade? Nö. Also aber eben schon. Nee, da war die Abnahme gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwei Maschen rechts zusammen. Eins, zwei, drei und vier. Wieder zwei Maschen rechts zusammen. Eins, zwei, drei vier. Zwei Maschen rechts zusammen. Und das jetzt die ganze Runde so weiter. Dann kommen 5 Runden ohne Abnahme. Aber ich empfehle euch zwischendurch zu messen. Ja, also abmessen, wie viel, wenn ihr nach dieser Abnahmerunde seid, wie viel Zentimeter habt ihr dann? Das würde ich jetzt am Ärmel ausmessen. Mache ich dann auch. Ich messe mir hier dann den ganzen Ärmel einmal komplett aus, was ich hier dann, wenn ich rumgekommen bin, was ich hier dann an Länge schon habe. So, und ich habe was Schönes bekommen, allerdings schon ausgepackt. Da war es drin. wartet mal. Ich muss mal eben mein ganzes Strickgedöns wegpacken. Da waren drin. Also, ich zeige es nochmal. Hier war das so komplett drin. Ich packe es extra mit euch mal wieder ein. Da sind noch zwei davon. Ich hatte insgesamt 5 Pakete. Ne, 3 liegen noch, genau. 5 Pakete. Und dann war noch diese entzückende Wolle mit drin. Nur damit ihr seht, dass es auch wirklich da drin war. Ich
habe es voreilig ohne euch leider ausgepackt von Hobby. So, jetzt wollen wir uns mal erst die Wolle angucken. Restpartie. Ob es sie jetzt noch gibt, weiß ich nicht. Dann haben wir... Moment, da. Die Farbnummer und die Farbpartie. Dann geht es weiter. Einmal wenden bitte. 3 mm Häkelnadel oder Stricknadel oder und. Es ist auf jeden Fall auf 40 Grad waschbar. Da steht 30. Ich habe es schon auf 40 gewaschen. Also ich weiß, dass es klappt. 100 Gramm, 420 Laufmeter. Ist eine, kann ich jetzt schon sagen, kuschelige Wolle. Der Glitzerfaden stört nicht, er kratzt nicht, er nervt nicht. Alles ist in Ordnung damit. So, dann wartet mal. Ich habe eine, mal eben hier das weg. Das andere hin. Ich habe da eine Nadel schon von im Pullover drin sitzen. Die 3,5 habe ich im Pullover drin sitzen. Ich packe euch jetzt mal die 5er aus. Damit ihr mal seht, wie das hier alles so ausschaut. Also die ist auch kantig. Das finde ich ja gerade gut, ne? Hier ist dieser Maschenstopp drauf, hätte ich bald gesagt. Also, das ist so ein... Ja, da fallen die Maschen nicht so runter für Anfänger optimal. Dann haben wir hier kein Hartplastik, sondern ein stabiles, ein sehr stabiles Seil. Und da das Ende der Nadel, Rundstricknadel. Gut, ja. Das habe ich mir in mehreren Stärken bestellt, weil ich meine, ja, Plastik-Rundstricknadel, mit denen ich angefangen bin, damals zu häkeln und, ja klar, zu häkeln mit Stricknadel natürlich, zu stricken. Und das ist jetzt 3 Jahre her. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Und, Moment. Und, ja. Deswegen sind die alle irgendwie, weil man ist ja nicht immer jeden Tag gut zufrieden oder wie auch immer. Auf jeden Fall mit der Zeit, ne? Und wenn man dann damit nicht so pfleglich umgeht, ich meine, das ist ja auch wirklich nur Hartplastik, ne? Ja, ich habe sie geschrottet. Ich sag so, wie es ist, ich habe sie einfach geschrottet. Dann habe ich mir jetzt hier diese Dinger, die kosten, die habe ich jetzt von Hobby, wie gesagt, die kosten 10 Euro pro Nadel, pro Rundstricknadel. War mir egal, ich habe gesagt, es müssen mal stabilere Nadeln her. Ach, jetzt geht es gar nicht hier rein, ja dann eben nicht. Dann habe ich hier noch. Davon habe ich auch schon eine in Gebrauch. Die, hier war sie drin, von Knit Pro. Die habe ich allerdings von Sabrina Kalem, meiner lieben Kollegin auf YouTube. Kalems Shop, Moment, wie heißt sie? Kalems Shop Eigenwerk Café, genau. Und da habe ich die her. Ich kann euch jetzt mal dann, ja, mal die Dreier auspacken, damit ihr auch da seht, wie es ist. Wie da die Nadel ausschaut. Ups, Entschuldigung. Also ohne Plop-Stopper vorne. Ich mag diese Farbe, ist natürlich genau mein Ding hier. Und auch mit so einem stabilen Draht, Seil. Ich finde es mega. Ich finde sie wirklich mega. Und ja,
Da bin ich mal bei ihr im Café spazieren gegangen online und habe das dann so gefunden. Das kriege ich wieder nicht zusammen, wie eben auch. So, ich hoffe, dass ich das mal diesmal jetzt hier wieder reinbekomme. Zügiger reinbekomme, wie eben. Jawohl, das klappt. Gut, das ist das. Dann heute im Briefkasten gehabt. Ja, heute sage ich, ja, ich sag mal kein, ich sage jetzt mal keinen Wochentag, weil ich nicht weiß, wann ich diese entzückende Serie endlich mal zu Ende habe. Sie dauert ewig. Ja, die neueste Maschenwelt. Nahtlose Pulli mit Rundpasse. Gefällt mir jetzt schon supi. Ich mag dieses Muster einfach. Wir gucken da mal rein. Zack. Ist das nicht der Hammer? Also ich finde das ja richtig mega. Ich kann euch jetzt das nur so durch die Kamera ziehen. Ja, wie ich es gerade hinkriege, ne? Ihr wisst, ich habe nur ein Handy und ein Stativ, worauf das Handy steht. Das war's. Diese ganzen Häkelschriften werde ich euch natürlich noch, wenn ich dann so ein, was ist das hier? Regenbogenset. Wenn ich dann das hier häkle, werde ich es euch natürlich nochmal zeigen, damit ihr euch das abfotografieren könnt. Auch mega Muster. Ich halte es euch jetzt schon mal in die Kamera. Aber wie gesagt, das kriegt ihr noch einmal, wenn ich es denn handarbeite. Auch eine Häkelschrift. Ist das nicht ein Traum? Also allein dieses Muster. Das ist so schön. Das kann man garantiert auch für ein Pullover mal gebrauchen. 100%. Also, das muss ja kein Schal werden. Grünes Set, ja. Da hat sie die Handstulpen an da oben. Also, das ist schon echt ein Traum, ne? Das ist schon wirklich sehr, sehr hübsch. Also, daraus kann ich mir direkt ein Pullover vorstellen. Und dazugehörige Jacke. Ist so. Und vielleicht ein Loop, weil Schal, nee. Rotes Set. Für Rotliebhaber. Da, upsala. Die Häkelschrift. Nee, das ist eine Strickschrift. Manchmal weiß ich selber nicht. Ist es gestrickt, ist es gehäkelt? Keine Ahnung. Der ist so schön. Der ist so nice. Das halte ich, das ist ja keine Strickschrift. Einmal hier so durchgeflupst. Das hier ist auch mega. Richtig, richtig schön. Oder das Muster ist auch richtig toll. Ah, und da haben wir jetzt zu dem Pullover. Zack, zack. Das Zellmuster. Yay, es ist mal ein Zellmuster. Keine Strickschrift oder Häkelschrift. Es ist ein Zellmuster. Ich glaube, damit kommen wir alle super klar. Obwohl ich kann auch Häkel- und Strickschriften lesen. So ist es nicht. Mittlerweile habe ich da so reingefummelt mit dem Tuch und so weiter. Mal ausprobiert und so. Ja. Ach Gott, oder da. Strickschrift. Ja, kommt man aber auch drauf klar. Das müsste eigentlich jetzt hier, ne? Das ist eigentlich nicht das Problem. Wie gesagt, ihr kriegt das alles nochmal extra, wenn ich es dann selbst handarbeite. Und das wird definitiv, also hier werden definitiv von mir einige Modelle ausgehandarbeitet. Die sind alle so schön. Das ist echt der Oberhammer hier.
Ja, es soll ja auch bloß jetzt hier mal so ein Einblick sein, was in dem Heftchen drin ist vom Februar 2023. Schön ist es. Richtig schön. Ja, das muss ich, will ich euch jetzt gar nicht so dolle hier reinhalten. Also wie gesagt, auch die Tücher, das ist viermal, ihr seht ja auch viermal das gleiche Muster, ergeben viermal unterschiedliche Modelle. Ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Hammer. Gut. Das soll es jetzt erstmal fürs Erste. Ich hasse asymmetrische Tücher. Ich sag's gleich von Anfang an. Oh nee, kann damit nichts anfangen. Ne? Das ist so. Ach nee, Asymmetrie. Oh nee, nee, nicht meins. Okay. So. Das nächste Maschenweltheft kommt. Da steht es am 5.4. Gut. Ja, das habe ich bekommen. Wie gesagt, ich hoffe, ich kriege diese Serie jetzt bald mal hier fertig mit dem Pullover. Ich gebe mir die größte Mühe. Ja, manchmal dauern solche Serien eben dann doch länger. Gut. Wie gesagt, habt noch ein bisschen Geduld, bis das hier hochgeladen werden kann. Die ganze Serie. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall immer fürs Warten auf meine nächsten Videos. Ich danke euch für jedes Abo. Wer noch nicht hat, bitte eins da lassen. Würde mich megamäßig freuen. Da bin ich, juhu. Ja, das kann ich euch mal also, ne, so mal mit ein bisschen, also mit dem ich auch mal mit meiner schicken neuen Haarfarbe hier bewundern könnt. Musste sein, musste nichts. Es war zu viel Grau und endlich mal eine Tönung gefunden, die auch nicht, wo der Kopf nicht brennt, nicht juckt und nichts. Ne? Ja. Wie gesagt, danke für jeden Kommentar. Negativ, positiv, egal. Danke. Wer noch nicht hat, lasst mir ein Abo da. Empfehlt mich gerne weiter. Wenn euch die Videos gefallen, liked. Wenn es ihnen nicht gefallen, auch liken. Nein, Quatsch. Das war ein Scherz. Wenn sie einem nicht gefallen, liked man natürlich nicht. Ist ja logisch. Ansonsten sage ich jetzt mal, bis zu den nächsten 5 Runden, wenn ihr, also ihr müsst jetzt 5 Runden mit dieser Abnahmerunde, ne, müsst ihr darauf noch 5 Runden stricken. Und dann wird erst wieder abgenommen, ne? Und dann zeige ich euch nochmal, wie es funktioniert, wie es weitergeht. Und dann wird, dann sage ich euch nur noch, in welchem Rhythmus dann weiter gestrickt wird, dann zeige ich euch nur noch im Ansatz, wie das Bündchen oben doppelt gestrickt miteinander verbunden wird. Das Video wird aber dann wirklich nicht lang, weil das dann wirklich nur so, ich versuche 5 Minuten hinzukriegen. Aber es ist schwierig, das dann so zu zeigen mit der Kamera und so weiter und so fort. Also, ja. Erstmal macht ihr jetzt eure Abnahmerunde fertig, ich auch. Dann macht ihr eure 5 Runden ohne Abnahmen und dann sehen wir uns wieder.